Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier auf meinem Channel und ich möchte dir zu Anfang eine kleine verrückte Geschichte erzählen, die ich letztens erlebt habe. Und zwar hatte ich ein Date mit einer Frau und sie war bei mir zu Hause. Ja, ich habe hier, der steht direkt hinter der Kamera jetzt gerade, habe hier so einen Sessel, so einen ganz gemütlichen Sessel und sie kam, wir haben zusammen gekocht, so wie ich das immer gerne mache. Und dann haben wir uns auf den Sessel gesetzt, haben da zusammen gegessen, haben uns unterhalten und haben uns sehr, sehr gut verstanden auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Aber dann kam so ein bisschen ein Problem, was ich lange nicht mehr erlebt habe, was, von dem ich weiß, dass viele Anfänger oder viele, ich sag mal, unsichere Männer das oft erleben. Und in dem Moment war ich auch ein sehr unsicherer Mann. Das kann eben auch mir mal passieren. Und zwar, ich wollte sie gerne küssen, war aber super aufgeregt, ja, weil sie mir wirklich gut gefallen hat, weil das ein tolles Gespräch war, weil es sehr tief war, das Gespräch. Wollte sie gerne küssen, war aber super aufgeregt. Und dann habe ich mir eine schlaue Sache überlegt, wie ich ihn im Nachhinein finde. Und zwar habe ich sie gefragt, ob sie eher eine leidenschaftliche Küsserin ist oder eine sinnliche Küsserin. Und dann hat sie, ich glaube, leidenschaftlich gesagt. Und wir haben dann angefangen, uns ein bisschen darüber zu unterhalten. So sinnliches Küssen, leidenschaftliches Küssen. Und von dem Moment an konnte ich tatsächlich nur noch darüber nachdenken, sich zu küssen. Ist ja ganz logisch, wenn man mal anfängt, darüber zu reden, dann ist es auch das Einzige, worüber man nachdenken kann. Und dann habe ich eben diese Möglichkeit genutzt und genau das gesagt, nämlich ihr gesagt, hey, pass auf, ich kann gerade nur noch darüber nachdenken, dich zu küssen. Und dann ist sie so ein bisschen nervös geworden und war so, okay, dann ändern wir lieber das Thema und hat so ein bisschen weggeguckt. Und dann habe ich sie mir gegriffen, also habe ihr hinter den Nacken gefasst, habe sie ein bisschen an mich rangezogen und habe sie dann einfach geküsst. Und was du daraus mitnehmen kannst ist, wenn du eine Frau küssen willst, dann ist es wesentlich einfacher, sie zu küssen, wenn sie sich schon mal vorgestellt hat, dich zu küssen. Das ist eine ganz, ganz geniale und starke Technik, dass du sie einfach dazu bringst, sich schon mal vorzustellen, wie es wäre, dich zu küssen. Das habe ich in dem Beispiel gemacht, indem ich gesagt habe, bist du eine leidenschaftliche oder eine sinnlichere Küsserin? Und wir uns dann über Küssen unterhalten haben. Und natürlich hat sie mich dann auch gefragt, was ich eher bin und hat sich dann natürlich vorgestellt, genau wie ich in dem Moment, wie es wäre, mich zu küssen. Du kannst aber noch eine andere, richtig mächtige Taktik benutzen, die ich dir jetzt mitgeben werde. Und zwar kannst du es auch so machen, dass du zu der Frau gehst und ihr seid dann angenommen bei dir zu Hause und du sagst, hey, ich gehe mal kurz auf Klo oder gehe mal kurz in die Küche, wohin auch immer. Kannst du auch gerne im Club machen. Ich gehe mal kurz auf Klo im Club und dann sagst du zu ihr, wenn ich gleich wiederkomme, dann küsse ich dich. So. Und du erzeugst eine riesige Spannung in diesem Moment und das haben wir, oder habe ich einigen von euch schon mal im Programm erzählt, Spannung erzeugen am Anfang wollen wir nicht unbedingt, ja, sondern die Spannung wollen wir dann erzeugen, wenn wir die Frau auch schon bei uns zu Hause haben, dann ist Spannung auch eine gute Sache, ja. Du willst nicht mit dem Satz einsteigen in ein Gespräch, wenn du eine Frau kennenlernst, weil das wäre zu viel und zu unangebracht, aber wenn du sie zu Hause bei dir hast, gerne, ja. Und es entsteht eine riesige Spannung und dann gehst du auf Klo. Und während du auf Klo bist, das ist das Geniale, während du auf Klo bist, denkt sie darüber nach, wie es wäre, dich zu küssen, was gleich passiert, ob du sie wirklich küsst. Und sie ist nur im Kopf mit dem Küssen beschäftigt, stellt sich das also vor, was gleich passieren wird. Und dann kommst du wieder rein und eine richtig geile Sache, die du dann machen kannst, ist einfach sie anzugucken und zu sagen, okay, da wartet wohl jemand auf seinen Kuss, da wartet wohl jemand verzweifelt auf seinen Kuss. Und was du damit machst, und das ist das Geniale, du drehst eben diese Dynamik um. Das kann man auf ganz viele verschiedene Weisen machen, aber du drehst die Dynamik um. In dem Moment ist sie die Person, die eigentlich dich küssen will und du kannst das Ganze dann noch eine Etage weitermachen, also eine Stufe höher bringen und das noch ein bisschen mehr übertreiben und einfach sagen, ach, Langsam nervt es mich einfach. Es ist langsam genug, ja. Ihr Frauen wollt immer nur meinen Körper. Ich habe auch eine Seele, ja. Meine Augen sind hier oben, nicht hier, ja. Die Frauen wollen nur meinen Körper. Also du kannst wirklich diesen Rollentausch in dem Moment ganz, ganz stark machen und gibst ihr sozusagen die Schuld zu, hey, du wolltest mich doch küssen, weißt du. Du willst mich küssen und deswegen sitzt du hier und wartest noch darauf. Und das Tolle daran ist, gerade wenn du Anfänger bist und vielleicht noch ein bisschen schüchtern bist oder dich auch nicht traust, sie zu küssen, kannst du damit die Dynamik so ändern, dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn sie dann nicht bereit ist, dich zu küssen, weil du die Dynamik ja vorher schon umgeändert hast. Also nochmal zusammengefasst, du sagst einfach zu ihr, hey, pass auf, wenn ich gleich wiederkomme, dann küsse ich dich, gehst raus aus dem Raum, kommst wieder rein und dann sagst du zu ihr, da wartet aber jemand verzweifelt auf seinen Kuss und kannst die Dynamik dann eben noch weiter umdrehen, indem du zum Beispiel sagst, hey, alle Frauen wollen nur meinen Körper, langsam reicht mir das. Und sie wird lachen, du wirst lachen. Und alleine aus diesem Humor heraus kannst du sie dann viel einfacher küssen
Und da ist viel weniger Widerstand da, weil sie sich eben schon mal vorgestellt hat, wie es wäre, dich zu küssen. Das war's vom heutigen Video, aber ich möchte dir noch etwas mitgeben. Da oben in der Ecke kannst du draufklicken, da findest du ein Buch, das ich geschrieben habe, ein ganz kurzes Buch. Es geht darum, wie du in 5 einfachen Schritten bis zu 10 Dates die Woche hast. Da kannst du dich eintragen für dieses Buch, bekommst es dann von mir gratis zugeschickt. Zusätzlich kriegst du meine 4 geheimen Flirt-Dokumente, wo ich dir nochmal Tipps gebe, wie du zum Beispiel eine Freundin finden kannst, auf lange Sicht gesehen oder auf kurze Sicht, wie du ihre Körpersprache liest und sie dadurch verführen kannst und noch vieles mehr. Also die 4 Flirt-Dokumente und das Buch in 5 einfachen und simplen Schritten zu bis zu 10 Dates die Woche kriegst du da oben einfach auf das Bild klicken oder unten in der Beschreibung ist auch noch ein Link. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.